Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Ich grüße Sie alle zu dieser besonderen Zeit und zu dem besonderen Anlass hier in der Johanniskirche. In diesem Gottesdienst wirst du, lieber Bruder Hans Stiegler, aus deinem Dienst als Dekan des Dekanatsbezirks Ansbach und als Pfarrer der Kirchengemeinde St. Johannes verabschiedet und von Frau Regionalbischöfin Gisela Bornowski entpflichtet. Ein kleiner Vorausblick: Im Anschluss an den Gottesdienst erleben wir dann auch hier in der Kirche verschiedene Grußworte. Musikalisch werden wir begleitet von Kantor Karl Friedrich Meyer an der Orgel, Johannes Stürmer, Trompete und der Kantoreischule. Dieser Gottesdienst wird aufgezeichnet und ist ab morgen auf der Homepage des Dekanats aufrufbar. Herzlichen Dank sage ich jetzt schon und an dieser Stelle allen, die vor, im und nach dem Gottesdienst durch ihr Mitwirken zum Gelingen beitragen. Wir sind jetzt eingeladen, dass wir uns auf unseren Herrn ausrichten, auf unseren Gott, und dass wir uns justieren lassen von seinem Wort. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelebt ist. Welcher ist Jesus Christus? Das ist der Grund, der uns singen macht. Du, meine Seele, sing. Den Psalm 121, den Sie auf Ihrem Liedblatt finden. Ich beginne und bitte Sie, im Wechsel mit mir die Verse zu sprechen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Amen. Wir hören das Evangelium nach Johannes im 15. Kapitel. Christus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Ehre sei dir, Herr. Antworten wir mit dem gemeinsamen christlichen Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden. Die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wie Sie sich vielleicht denken und vorstellen können, gehen einem in so einem Moment wie heute, wie jetzt, viele Erinnerungen und Gedanken durch den Kopf und durchs Herz. Und ich muss mich manchmal ein bisschen zusammenreißen, um nicht ins Erzählen zu kommen. Geschichtli, aus dem Leben, aus dem Dienst. Hängen geblieben bin ich bei diesen Nachsinnen relativ bald und früh, nämlich am 9. April 1972. Das wissen Sie nicht, was da war, das weiß nur meine Frau, meine Geschwister. Das war unsere Konfirmation. Und in Klammern, Sie müssen wissen, meine Frau begleitet mich seit dem Kindergarten. Also sie weiß alles über mich. Aber bei dieser Konfirmation war es so, dass unser leider vor wenigen Wochen verstorbene Konfirmator, Pfarrer Rudolf Sommer, mir ein Wort aus dem Johannesevangelium zugesprochen hat, aus dem 8. Kapitel, wo es heißt: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und immer wieder mal hat dieses Bibelwort in den letzten 37 Dienstjahren und auch schon vorher hineingewirkt in mein Denken, in unser Leben, in unser Dasein, auch heute Abend. Es geht ums Bleiben an Jesu Wort. Sola Scriptura, das hat uns die Reformation ins Stammbuch als lutherische Kirche geschrieben, als tragendes Fundament, als eines der 4 Soli, auf die wir uns gründen. Und ja, es war die Bibel, das Nachdenken über das Wort Gottes, die der Maßstab geworden ist für mein Leben. Sie ist es und sie wird es bleiben. Als tragender Grund der eigenen Existenz, aber auch der Kirche Jesu Christi. Ja, und dann doch so ein halbes Geschichtchen, wenn man sich als Christ öffentlich so bekennt dazu, dass man die Bibel als Maßstab hat, dann gehen schon manche Schubladen auf. Fromm, Biblizist, er hat ein Fundament, ist richtig. Aber wenn ich dann nachdenke, in unserem Dienst als Pfarrerinnen und Pfarrer, was sagen wir denn den Menschen? Worauf weisen wir sie denn hin, wenn sie am Ende sind, mit ihrer Kraft, nicht mehr können? Dann weisen wir auf den hin, der in diesem Wort gesagt hat: Kommt zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid, ihr kriegt auch neue Kraft. Und wie nötig ist das gerade jetzt, in diesen zermürbenden Zeiten? Wir haben gerade im kleinen Gespräch vor dem Gottesdienst gesagt, ja, ist alles ein bisschen begrenzt. Es ist so. Sonst hätten wir anders hier Abschied voneinander genommen. Menschen, viele Menschen, waren und sind müde und brauchen den Zuspruch. Das, was ich zu sagen habe, von mir aus, führt nicht aus den Tälern heraus, in die wir manchmal kommen und von denen wir auch als Ehepaar und als Familie einiges erzählen könnten, im Rückblick. Aber da ist eben der uns Stecken und Stab bietet, der unsere Tränen trocknet, der uns Hoffnung gibt, und der sogar dann, wenn es einmal heißt, hier auf dieser Welt, dein Weg geht zu Ende, den ewigen Horizont öffnet. Also, um dieses Wort, das Gott sagt, das wir in der Bibel vor uns haben, Darum geht es, weil schon der Prophet Jesaja gesagt hat, kein Wort Gottes, das er aussendet, kommt leer zu ihm zurück. So ist es. Und auf diese Weise sind wir dann das, was in diesem Bibelwort steht, Jüngerinnen, in Wahrheit Jesu, Jüngerinnen und Jünger. Manchmal werde ich auch gefragt, was wollten Sie eigentlich als Pfarrer so erreichen? Und wenn Sie jetzt zurückblicken, hier auch auf die 15 Jahre in Ansbach, ich kann das eigentlich ganz, ganz einfach sagen. Vielleicht ist es zu einfach, aber eines wollte ich vom ersten Tag an. Ich wollte, dass Menschen in eine Beziehung kommen zum Herrn der Kirche, zu Jesus Christus. Dass Menschen in Wort und Tat hören und erleben, dass wir einen lebendigen Gott haben, der bei uns ist. Nicht nur in unserer evangelisch-lutherischen Kirche, sondern in der großen und weiten Ökumene, in seiner Kirche eben. Dass unsere Gemeinden gestärkt werden müssen, dazu stehe ich auch heute ganz stark, weil dort dieser Glaube gelebt werden kann im Miteinander, weil man sich dort ermutigt, anleitet, korrigiert, weiterbringt. Aber eine Kirche, der darf es nie um sich selber gehen, sondern, wie es Dietrich Bonhoeffer gesagt hat in einem Büchlein, das viele von uns einmal gelesen haben, es geht um die Nachfolge, um das Leben in den Spuren, in der Verbindung mit Jesus Christus. Und es war schwer für mich zu kapieren, und ich habe es bis heute nicht ganz verstanden, als wir 2017 eine neue Bibelübersetzung bekommen haben, im Jahr der Reformation, als man den Missionsbefehl einfach falsch übersetzte, sage ich, wenn es dort steht, in dieser Bibelausgabe, bringt die Menschen mit der Lehre Jesu in Verbindung. Auch wenn die Reformation in Sachen Bildung unendlich viel gebracht hat und wir viele, viele Impulse bis in ein Schulwesen bis heute spüren, aber christlicher Glaube ist mehr als eine Lehre. Gelebter Glaube ist Nachfolge, wie es Dietrich Bonhoeffer sagt. Wir sollen in Wahrheit Jesu Jüngerinnen und Jünger sein. Und dann erleben wir auch eine großartige Wirkung dieses Glaubens, nämlich Jesu Wahrheit, sie macht uns frei. Innere und äußere Freiheit, das sind ganz, ganz hohe Güter. Und als wir heute Morgen hier in der Kirche ein bisschen die Plätze verteilt haben, da bin ich an der linken Seite hängen geblieben, denn da sitzen Sie, die Sie unsere Mandatsträger sind. Da sitzt ihr, die ihr Verantwortung habt in dieser Kirche. Und alle, die Verantwortung tragen, wissen um den Meinungsdruck, um Umfragewerte, um Sachzwänge, um zahllose Erwartungen in der Öffentlichkeit. Ja, was sollen wir Pfarrer auch nicht alles machen und tun? Die Freiheit, in die uns Jesus Christus führt, die sagt uns, dass der Wert unseres Lebens nicht von dem abhängt, was andere über uns denken und sagen. Die Freiheit, in die dieser Glaube an Jesus Christus führt, der macht uns auch, und das sage ich schon auch mit Einschränkungen, weil dahinter natürlich auch manche Erfahrungen stehen, frei von Schulterklopfen und Sympathie werden. Wir haben durch diesen Glauben, durch dieses biblische Wort einen Wertekatalog. Für das Leben hier, in der Öffentlichkeit, in unserer Kirche, in dieser Gesellschaft, einen Wertekatalog, der im wahrsten Sinn des Wortes Ewigkeitswert hat. Dort, wo ich diesen Wertekatalog nicht immer leben konnte, wo ich jemanden verletzt habe und schuldig geworden bin, bitte ich an dieser Stelle um Vergebung und Verzeihung. Und eigentlich, wie gesagt, ist mir noch viel mehr durchs Herz und durch den Kopf gegangen, was ich gern gesagt hätte, aber wir haben eine Stunde, ich belasse es dabei. und erinnere ganz zum Schluss noch an etwas, was wir auch in diesen Tagen auch groß und öffentlich gefeiert haben, nämlich an einen Menschen, der vor 500 Jahren sich auf dieses Bibelwort, die biblischen Wahrheiten berufen hat, der sich an Jesus Christus gehängt hat, in seiner Nachfolge leben wollte und der dann auf dem Reichstag in Worms 1521 in großer Freiheit bekannt hat: Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und darum, ja, am biblischen Wort bleiben, weil diese Inhalte Ihnen und mir das Leben bringen. Den Glauben an Jesus Christus in dieser Bindung zu leben, ja, weil dieser Glaube Trost und Halt gibt, auch in den schwersten Stunden. Und dann, übrigens nur für die, die es ein bisschen tiefer haben wollen, ganz im Sinn der ersten These der Barmer theologischen Erklärung, um dann frei zu bekennen, dass wir allein Jesus Christus vertrauen und niemand sonst. Und Amen, ja, das wollte ich, das will ich, solange mir das Leben geschenkt ist. Und dieser Glaube, das ist das, was Reinhold Pfindel am Anfang gesagt hat, das Fundament, das uns trägt und hält. Von Herzen Gott befohlen. Für Wege, bei denen wir uns wiedersehen vielleicht, für die Wege, die Sie zu gehen haben und für unsere Kirche und all das, was wir in ihr tun. Wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Und meine Wahrheit, die macht euch frei. Das sagt Jesus, das bleibt, es trägt, das hält. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Einen Satz, bevor ihr euch an die Instrumente und die Mikrofone begebt. Das ist jetzt ein Impuls, liebe Kinder. Eigentlich habe ich mir gedacht, heute bei meinem Abschiedsgottesdienst, da singe ich Ihnen mal ein Lied vor, will ich Gott loben. Und meine Kinder leben auch diese Freiheit, von der ich vorhin gesagt habe. Die haben mir gesagt: Papa, bitte nicht. Du blamierst uns. Was dabei rausgekommen ist, das werden Sie jetzt hören, ein Loblied Gottes. Lieber Robert, seit 21 Jahren begleitest du mich in unterschiedlichen Funktionen. Sie sehen Teile meiner Töchter und eine Enkeltochter und einen Schwiegersohn. Also die können es wirklich besser als ich, was ich zum Ausdruck bringen wollte, halt mit meinen Gaben, die begrenzt gewesen wären. Gott loben und ihm danken für die Wege, die wir gehen durften. Liebe Mama, lieber Papa, das folgende Lied, das wir euch jetzt zusingen wollen, handelt von der Güte Gottes, die einfach treu ist. Und ihr habt vorhin, oder du hast gerade eben von Geschichten gesprochen, die du erzählen kannst, viele Geschichten, die du im Laufe deines Dienstes erlebt hast, zusammen mit der Mama. Und wir kennen auch einige dieser Geschichten. Und ich denke, dass, ja, einfach all diese Jahre, in denen ihr jetzt gedient habt, hier und in anderen Orten, dass diese Geschichten genau das bezeugen, dass Gottes Güte euch begleitet hat und dass sie wirklich treu war in den schweren Tagen, aber auch in den guten Tagen. Und das bleibt euch und es wird auch weiterhin so sein. Ich verlässt mich deine Gnade und jeden Tag hältst du mich in der Hand. Vom Moment, wenn ich erwache, bis ich mich schlafen leg, sing ich von deiner Güte, mein Gott. Mein ganzes Leben warst du treu. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lieber Bruder Hans Stiegler, in diesem Gottesdienst verabschieden wir dich aus deinem Dienst als Pfarrer der Gemeinde St. Johannes und aus deinem Amt als Dekan des Dekanatsbezirks Ansbach. Wir danken Gott für deinen Dienst, für den Einsatz deiner Gaben und Kräfte, für deine Treue und Liebe. Du hast das Evangelium von Jesus Christus gepredigt und in vielfältiger Weise Gottes Treue und Liebe bezeugt. Über deinen Abschied möchte ich einen Vers aus dem heutigen Evangelium aus Johannes 15 stellen, passend zu deinem Predigtwort. Christus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Lieber Hans, liebe Caroline, liebe Familie Stiegler, liebe Weggefährten von Hans, liebe Gemeinde. Der Weinstock und die Reben, ein Bild für die bleibende Beziehung, die Jesus Christus zu uns hat. Wir hängen am Weinstock Christus, leben in und aus ihm, dürfen uns von seinem Lebenssaft nehmen und uns durchströmen lassen. Und die Reben, die aus dem Weinstock hervorgehen, brauchen alle den Energiezufluss des Stammes und seiner Wurzeln. Und die Versorgung ist überaus reichlich, ja geradezu verschwenderisch. Wer an diesem Weinstock bleibt, bringt Frucht. Das ist eine große Verheißung. Lieber Hans, du hast gerade eindrücklich beschrieben, was dir das Bleiben am Wort Gottes bedeutet, wie wichtig dir das in deiner Verkündigung ist, wie wertvoll und fruchtbar es für dein Leben im Glauben ist und für uns alle sein kann. Dankbar schaust du und wir mit dir heute darauf, was in den vergangenen Jahrzehnten daraus erwachsen und geworden ist. Aufgewachsen bist du in Großgründlach und zur Schule bist du in Fürth gegangen, wo du 1977 das Abitur abgelegt hast. Studiert hast du an der Theologischen Hochschule in Oberursel, an der Augustaner Hochschule in Neuendettelsau und an der Universität Erlangen. Nach bestandenem ersten Examen kamst du 1984 ins Lehrvikariat nach St. Georgen in Bayreuth. 1986 wurdest du Pfarrer zur Anstellung in Zapfendorf. Deine Ordination durch Kreisdekan Hermann von Löwenich, dem späteren Landesbischof, fand im November 1986 in deiner Heimatgemeinde Großgründlach statt. Die Pfarrstelle Zapfendorf wurde dir später auch übertragen. Im September 1999 wurdest du im Alter von 42 Jahren Dekan in Leutershausen und im Jahr 2006 wählten dich die Ansbacher zu ihrem Dekan. Wir beide sind nun seit einiger Zeit die Dienstältesten im Dekane-Kapitel. Du warst mir immer ein lieber und geschätzter Kollege in der Nachbarschaft. Nicht alles im Dienst eines Pfarrers und Dekans liegt vor Augen. Vieles geschieht im Verborgenen. In den fast 37 Jahren deines kirchlichen Dienstes hast du viel Frucht gebracht in der Verbindung zu Christus. Du hast die dir übertragene Verantwortung besonnen, weise und den Menschen zugewandt ausgeübt. Du wirst allseits geschätzt. Und du bist immer ein Brückenbauer gewesen, hast eine hohe Integrations- und Kommunikationsfähigkeit. hast den großen Laden in Ansbach zusammengehalten, um es mal ein wenig salopp auszudrücken. Leitung muss wahrgenommen werden, das war dir immer wichtig, in Klarheit und Wahrheit. Es gab viele schöne Zeiten, aber auch schwierige und kräftezehrende Tage. Du bist immer Mensch geblieben und für viele ein Freund, nicht Funktionär oder Chef, nur Chef. Du hast die dir anvertrauten Menschen unterstützt, gefördert und gefordert. Und du hast ein feines Gespür für Menschen und Stimmungen in Systemen. In der Stadt und im Landkreis Ansbach genießt du hohe Wertschätzung. Was dich in besonderer Weise auszeichnet, ist dein leidenschaftliches Zeugnis für den Glauben an Jesus Christus. Du setzt dich ein für eine missionarische Kirche mit klarem Profil. Wegen der gebotenen Kürze überlasse ich die weitere Aufzählung der gewachsenen Früchte den Grußwortrednern. Wir, und damit spreche ich auch im Namen des Landeskirchenrats und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, danken dir sehr für deinen Dienst und dein Engagement. Wir danken Gott für den Segen, den er durch dich gewirkt hat und wirkt. Ausdrücklich danken wir auch dir, liebe Caroline. Du warst und bist eine große Stütze, Beterin und Kritikerin für deinen Hans. Und du hast dich selber immer wieder eingebracht in das Gemeindeleben mit deinen Gaben und Kräften. Mit dem Eintritt in den Ruhestand beginnt für dich, lieber Hans, für euch eine neue Lebensphase. Du bleibst berufen zu predigen, zu taufen und die Feier des Heiligen Abendmahls zu leiten, wo immer dein Dienst gefordert ist. Aber du bist nun frei von den dienstlichen Pflichten in deinem bisherigen Amt. Für die neue Lebensphase wünsche ich dir, dass neue, andere Früchte wachsen und dich bereichern, stärken, dir Freude, Kraft und Zuversicht schenken. Bleibe geborgen und bewahrt in Christus, der dir als der wahre Weinstock alles zukommen lässt, was du brauchst. Lasst uns beten. Treuer Gott, du schenkst deiner Gemeinde viele Begabungen und wächst die Bereitschaft, dir und einander zu dienen. Wir danken dir für unseren Pfarrer und Dekan Hans Stiegler und für den Segen, den du auf seine Arbeit gelegt hast, für die vielen guten Früchte, die im Bleiben an dir und deinem Wort gewachsen sind. Schenke ihm Freude an allem, was gelungen ist. In Gedanken an Fehler und Versäumtes hilf ihm, barmherzig mit sich selbst zu sein. Vergib uns, was wir ihm gegenüber schuldig blieben. Wir danken dir für das Verständnis und für die Unterstützung, mit der die Angehörigen und besonders seine Frau Caroline den Dienst von Hans Stiegler begleitet haben. Segne ihn auf seinem Weg in die Zukunft. Schenke ihnen Freude, frischen Mut und heitere Gelassenheit. Bleibe du bei seiner Familie im Abschied und geleite sie zu neuen Anfängen. Das bitten wir durch Christus, unseren Herrn, in Zeit und Ewigkeit. Amen. Und nun gib dein Amtskreuz zurück an deine Kirche. Gott segne euch den Blick zurück und die Schritte nach vorn. Er segne euch die Erfahrungen an diesem Ort und er segne den Weg, der vor euch liegt. So segne und behüte euch der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bedenkt, dass wir alle zum Zeugnis und Dienst in der Welt berufen sind. Der Gott des Friedens mache uns tüchtig in allem Guten, dass wir seinen Willen tun. Er schaffe in uns, was wohlgefällt durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Wir danken dir, dass die Kirche nicht Menschenwerk ist, sondern dein Leib, dein Haus, deine geliebte Braut. Wir bitten dich, erhalte uns und alle Christen in deiner Wahrheit. Schenke, dass viele Menschen sich für dich öffnen und umkehren zu dir. Schenke, dass junge und ältere Menschen sich bereit erklären, in der Kirche zu arbeiten. Mach uns alle treu, als deine Kinder in der Kirche zu leben und in dieser Welt das Gute zu fördern. Das alles bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und für die Wege, die wir zu gehen haben, gibt es einen großen Zuspruch. Wir gehen nicht alleine. Da ist einer, der auf Schritt und Tritt uns nahe ist, wie er es versprochen hat. An allen Tagen, den schönen und auch den nicht einfachen. Und das spricht uns dieser dreieinige Gott mit dem Segen zu. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er gebe Frieden. Amen. Dass Sie der Einladung zu Gottesdienst und Verabschiedung von Herrn Dekan Hans Stiegler gefolgt sind. In diesen Zeiten ist das, denke ich, ein gutes und wichtiges Zeichen des Willens zu Zusammenhalt und Gemeinschaft. Ich grüße an dieser Stelle noch einmal besonders und ausdrücklich die Ehefrau Caroline Stiegler. Wie oft habe ich in den vergangenen wenigen Jahren, die ich da bin, diese beiden Worte gehört, mein Caroline. Und ich grüße die Familie und habe mir gerade gedacht, als ihr gesungen habt, welch ein Segen, der da steht, und die Angehörigen. Wir erleben nun Grußworte von Menschen, denen Dekan Hans Stiegler in ganz unterschiedlichen Feldern seiner Tätigkeit begegnet ist. Ich habe um kurze Grußworte, maximal 3 Minuten, besser 2, gebeten, und im Zusammenhang der einzelnen Grußworte werde ich noch einige Gäste unter uns ausdrücklich begrüßen. Namentlich willkommen heißen darf ich aus der Welt der Politik Mitglied des Bundestages Herrn Arthur Auernhammer, Mitglied des Landtags, Herrn Andreas Schalk, Herrn Regierungspräsidenten Dr. Thomas Bauer, Herrn Landrat Dr. Jürgen Ludwig und Herrn Oberbürgermeister Thomas Deffner, den ich stellvertretend für Politik, Stadt, öffentliche Einrichtungen und alle Vertreterinnen und Vertreter von Schulen, Ämtern und Institutionen begrüße und jetzt um sein Grußwort bitte. Verehrter, lieber Dekan Stiegler, verehrte Familie Stiegler, verehrte Abgeordnete, Regierungspräsidentin, Frau Regionalbischöfin, verehrte Gemeinde. Die Verabschiedung eines hochverdienten Dekans ohne Empfang, ohne ein Glas Wein und ohne wertvollen Gedankenaustausch innerhalb der Gemeinde, da ist man auf den ersten Blick schon etwas irritiert und versucht, das landläufige Klagelied über die Pandemie anzustimmen. Ich vermag im Gegenteil einem Gedenken hier im Raum der Communio Sanctorum etwas Positives abzugewinnen. Das hilft uns nämlich, den Blick auf das Wesentliche zu richten, und das ist neben den Worten der Anerkennung an den hochverdienten Würdenträger, die da noch anstehen, der Dank an den, in dessen Dienst Sie, sehr geehrter Dekan, Ihr Leben gestellt haben. Wir danken, dass Ihr beruflicher Weg Sie nach Ansbach geführt hat und dass Sie hier so kraftvoll und segensreich wirken durften. Ich meine das hier nicht im Sinne eines messbaren Erfolgs oder gar einer Leistungsbilanz. Ohne Zweifel können Sie da Beachtliches vorweisen. Aber noch wichtiger ist es, dass wir alle das als Frucht gnädigen Geleits erfahren dürfen. Und diese Wahrnehmung ist in einer Kirche näher liegend als in Räumen profaner gesellschaftlicher Zusammenkunft. Ich wünsche Ihnen, ich darf sagen, lieber Herr Dekan Stiegler, von ganzem Herzen, dass Sie Ihre Ansbacher Zeit als kostbares Geschenk in Erinnerung behalten. Sie bleiben ja mit Ihrer verehrten Frau Gemahlin weiterhin in räumlicher Nähe zu uns, in einem gesegneten Ruhestand, der Ihnen viel Freude und Glück bereiten möge. Das alles soll eine Würdigung Ihrer Person an Ihrem Ehrentag nicht in den Hintergrund treten lassen. Verehrter Herr Dekan, die Verleihung des Ansbacher Stadtsiegels von 1532 an verdiente Ansbacherinnen und Ansbacher ist ein langer und sehr wichtiger Brauch in unserer Stadt. Und so freut es mich, dass der Stadtauf auf meinen Vorschlag hin einstimmig die Verleihung des Stadtsiegels an Sie beschlossen hat. Auch ist es mir ein persönliches Anliegen, Menschen wie Sie, die sich mit Hingabe für andere engagieren und sich bedingungslos für die Gesellschaft aus tiefer innerer Überzeugung und Motivation einsetzen, zu würdigen. Ihr Wirken hat Ansbach geprägt und unserer Stadtgesellschaft gut getan. Sie waren und sind in hervorragender Weise in der Lage, in der Wortverkündung hohen inhaltlichen Ansprüchen für alle verständlich darzubringen und zu vermitteln, und sind dabei stets auch Neuem gegenüber aufgeschlossen. Die Pflege der Ökumene in der evangelisch-lutherisch geprägten Stadt war Ihnen ein großes Anliegen. Die sehr gute Beziehung zwischen den Kirchen und zur Stadtverwaltung zeigt sich dabei an vielen Beispielen. Aktuell an der gemeinsamen Gestaltung des Gottesdienstes zum Stadtjubiläum sowie auch bei der Gestaltung der Gedenkstunden zur Reichspogromnacht, um nur zwei Dinge zu nennen. Sie waren in der Öffentlichkeit präsent bei schönen, aber auch bei traurigen Ereignissen. Sie standen unter anderem bei den Ansbacher Anschlägen, Amoklauf Carolinum 2009 oder beim Terroranschlag in der Reitbahn 2016 immer sofort mit ihrer seelsorgerischen Kompetenz bereit. Bleibende Verdienste haben sich unter anderem auch durch die Zusammenführung der beiden Innenstadtgemeinden St. Johannes und St. Gumbertus durch die Gründung einer Pfarrei erworben. Bemerkenswert war auch ihr großer Einsatz zur Sanierung des Stadtfriedhofs und dem Anschieben des ersten Sanierungsabschnittes durch das Einwerben von Spenden und öffentlichen Zuschüssen. Sie haben das Ansbacher Kirchengemeindeamt durch die Gründung des Verwaltungszweckverbandes mit anderen Kirchengemeindeämtern dauerhaft erhalten, ein Modell für die gesamte Landeskirche. Nicht unerwähnt lassen möchte ich auch ihr Engagement in der landesherrlichen Hospitalstiftung mit dem von dort betriebenen Alten- und Pflegeheim. Sie haben die evangelische Schule durch geschickte Verhandlungen auf einen guten Weg gebracht und gesichert. Unvergessen auch ihr Einsatz für karitative Zwecke durch die Tätigkeit als Vorsitzender des Verwaltungsrates des Diakonischen Werks Ansbach. Ihre Strahlkraft und ihr Handeln wirkte dabei auch über Ansbach hinaus. Seit 2014 sind sie Vizepräsident und Cheftheologe der Bayerischen Landessynode und wurden im vergangenen Jahr in ihrem Amt bestätigt. Das ist beachtlich. Lieber Dekan Stiegler, seit Sie 2006 nach Ansbach gekommen sind, haben Sie große menschliche Kompetenz bewiesen. Sie haben nie als Pfarrer agiert, sondern immer mit Ihren Gesprächspartnern auf Augenhöhe gesprochen. Auf Ihr Wort war und ist Verlass. Sie waren stets, Zustimmung, vielen herzlichen Dank. Sie waren stets verbindend und haben immer so agiert, dass das Gegenüber sich wertgeschätzt und ernst genommen gefühlt hat. Und so möchte ich Ihnen für all das Wunderbare danken, das Sie in Ansbach bewirkt haben und für die Zukunft hinterlassen, und darf Ihnen nun das Stadtsiegel von 1532 verleihen. Ich bringe die Urkunde zur Verlesung. Dekan Hans Stiegler wird hiermit das Ansbacher Stadtsiegel von 1532 als Anerkennung für besondere Verdienste um das Gemeinwohl in der Stadt Ansbach verliehen. Ansbach, den 30. April 2021, Thomas Deffner, Oberbürgermeister. Dekan, vielen herzlichen Dank. Vergelt's Gott. Natürlich auch noch einen guten Tropfen dabei, den ich Ihnen dann noch überreiche, um das Ganze noch entsprechend vielleicht auch noch mal zu Hause würdigen zu können bei einem guten Glas Wein. Und abschließend, liebe Frau Stiegler, für das Wohl der Stadt Ansbach und der Kirchengemeinde mussten Sie oft auf Ihren Mann verzichten. Hinter einem starken Mann steht eine starke Frau. Und wer steht dann hinter der starken Frau? Ist dann meistens Lehre, die muss also selber schauen, wo sie ihre Kraft herbezieht, mit Sicherheit von Gott. Und kleine Aufmerksamkeit der Stadt Ansbach, das ist nur ein ganz kleines Zeichen, darf ich Ihnen einen Blumenstrauß im Namen der Stadt Ansbach überreichen. Vielen herzlichen Dank. Oft, sehr oft sogar, war unser Dekan in den vergangenen Jahren unterwegs, außerhalb des Dekanats. Im Dienst der Gesamtkirche, der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Herzlich willkommen heiße ich den Vizepräsidenten der Landessynode, Herrn Walter Schnell. Ich bitte Sie um Ihr Grußwort. Sehr geehrter Herr Dekan, lieber Hans, liebe westliche Ansbacher Gemeinde. Neben seinem Hauptberuf als Dekane Ansbach ist Hans Stiegler, wie viele von uns, auch im Ehrenamt tätig. Als Mitglied der Landessynode, als deren theologischer Vizepräsident und als Mitglied des Landessynodalausschusses ist er ehrenamtlich Teil unserer Kirchenleitung und hat eine hohe Verantwortung in unserer Kirche. Auch in dieser Funktion hat er viel für sein Dekanat, für seine Stadt erreicht. Der Oberbürgermeister hat gerade den Stadtfriedhof angesprochen. Er hat durch sein Engagement sehr viel Bewusstsein in unserer Kirche für eine Friedhofskultur geschaffen und dicke Geldhähne aufgetrieben. In der Landessynode schätzen wir Hans als einen bodenständigen Menschen, als Pfarrer mit einer klaren theologischen und missionarischen Ausrichtung, der nahe bei den Menschen ist und auch deren Sprache spricht. Hans ist ein Brückenbauer, einer, der ausgleicht, vermittelt und versöhnt. Lieber Hans, du bist aber auch einer, der, wenn es darauf ankommt, klar und deutlich seine Meinung sagt. In Frankreich gibt es ein Sprichwort und das sagt, die großen Sprecher sind nicht die großen Macher. Wir haben dich stets als großen Macher erlebt, der in fränkischer Bescheidenheit in unserer Landeskirche viel bewegt hat, wenig darüber geredet hat und sich nie in den Vordergrund gedrängt hat. Lieber Hans, heute stehst du im Mittelpunkt. Du musst heute Lob und Dank ertragen. Eine kleine Anekdote. Franz Josef Strauß erhielt einst vom österreichischen Bundeskanzler Bruno Kreisky einen hohen Orden, einen hohen österreichischen Orden. In seiner Laudatio häufte Kreisky Lob an Lob. Und zum Schluss fragte er Strauß, ob er dieses Lob, diese vielen Lobpreisungen aushalten könne. Strauß antwortete, Sie glauben gar nicht, Herr Bundeskanzler, wie viel Lob ein Mensch ertragen kann. Lieber Hans, gedenke, dass die heutigen Worte dich über viele Jahre in den Ruhestand begleiten und tragen müssen. Vieles verbindet uns zwei, aber eines unterscheidet uns, und zwar gewaltig. Und das führt auch manchmal aufhängig, zwinkernd bei uns zu Frotzeleien. Du bist leidenschaftlicher Anhänger der Spielvereinigung Kräuter Fürth und ich bin ein waschechter Clubfan. Du hast derzeit viel Freude mit und an deinen Fördern. Im Gegensatz zu dir habe ich bereits zu Lebzeiten alle Leiden dieser Welt erlebt. Die Förder steigen vielleicht in die erste Liga auf. Sicher ist, dass du demnächst in die Rentnerliga aufsteigst. Und dabei musst du bedenken, lieber Hans, dass die Chefposition in Jochsberg längst besetzt ist, und zwar bestens. Ja, deine Caroline hat dich und deine Arbeit vorbildlich unterstützt und begleitet. Ihr gilt daher mein erster und besonderer Dank und mein erstes Geschenk, nämlich eine Tasse aus dem Förder-Fanshop. Auf dieser Tasse steht, diese Stadt und ihr Verein werden immer unsere Liebe sein. Du kannst, liebe Caroline, gerne den Namen Hans ergänzen. Also das wäre jetzt mal die Tasse. Ja, lieber Hans, du bekommst einen Förderfanschal. Auf diesem Schal steht, wir zusammen statt du alleine. Seit 1903 und gerade jetzt. Ein Spruch, der in diese verletzliche Zeit passt. Ein Satz, der deinen Arbeitsstil, deine Führungskompetenz, der dich ausmacht. Ja, natürlich gehört auch ein Bierkrug aus dem Fanshop mit dem Kleeblatt dazu. Eigentlich müsste auch ein Grüner dabei sein, angesichts der Tatsache, dass es in Jochstein eine hervorragende Brauerei mit edlen Köstlichkeiten gibt, habe ich vorsichtshalber darauf verzichtet. Ja, und schließlich, lieber Hans, habe ich dir noch Förderfilzkartoffeln mit dem Kleeblatt mitgebracht. Diese sind weniger für den Abend im Fernsehsessel gedacht, vielmehr könnt ihr mit diesen Filzkartoffeln in eurem gastfreundlichen Haus in Jochsberg immer wieder Gäste empfangen. Ja. Als Ritterschlag bekommst du zum Schluss das größte Lob, das ein Franke aussprechen kann. Schot, das Gäste. Danke Hans, danke Caroline, lieber Hans, liebe Caroline, bleibt behütet. Vielen Dank, Herr Vizepräsident, für den Kirchenkreis Ansbach-Würzburg und die Dekaninnen und Dekane des Kirchenkreises und besonders auch des regionalen Dekanekollegiums heiße ich Herrn Dekan Hermann Rummel herzlich willkommen und bitte um das Grußwort. Sehr geehrte Ehrengäste, liebe Schwestern und Brüder, im Namen der Kollegen und Kolleginnen im Dekanekollegium des Kirchenkreises Ansbach-Würzburg darf ich heute hier sprechen. Mit deiner Verabschiedung, lieber Hans, bringst du mir die Ehre, der dienstälteste Dekan im Dekanat zu werden. So geht das eben im Leben. Wir bedauern, dass du jetzt schon in den Ruhestand gehst. Ich erinnere mich noch vor 15 Jahren, als du hier auf der Kanzel standest, hattest du einen großen Schuh dabei und sagtest, Ansbach, ein großer Schuh. Und heute, wenn ich so höre, habe ich mir gedacht, das hat sich jetzt angepasst. Bist du richtig reingewachsen in den großen Schuh? Oder ist der Schuh dann passend zu dir geworden? Und ich glaube, das Letztere war es. Du hast mit deiner Person hier hervorragende Arbeit geleistet und viele gute Spuren gelegt für die Gemeinde, für das Dekanat und für einzelne Menschen, zu denen auch ich gehöre. Seit Jahren sind wir, ja sogar vor meiner Dekanszeit, freundschaftlich verbunden. Du hast dich immer wieder eingebracht in unseren kollegialen Beratungen, in manchen Sitzungen, wo es manchmal auch ernst und manchmal streng zuging und wo wir dann fragten, wie geht's denn weiter? So ein typischer Stiegler-Satz begann oft mit der Frage, sag's mal, erklär mir's nochmal, ich verstehe das nicht so ganz, ich begreife das, ich bin nicht ganz so gescheit wie die anderen. Es war kein Understatement so bewusst, sondern einfach dieses intensive Nachfragen, Hören, Wahrnehmen, was die anderen beschäftigt. Mich hat immer wieder beeindruckt, dass du so viel Wert gelegt hast auf das Miteinander auf Augenhöhe. Unsere Dekanate sind ja total verschieden in der Größe und so hast du immer Wert gelegt. Wir müssen auf Augenhöhe miteinander reden und denken und arbeiten. Und das hat auch ermöglicht, dass unser Verwaltungszweckverband, der ja eine riesige Einrichtung geworden ist, zustande kam. Ein wesentlicher Teil liegt daran, dass du als der Vertreter des größten Dekanates und der größten Einrichtung gesagt hast, wir müssen alle miteinander auf Augenhöhe reden und handeln. Danke dafür, auch im Namen der Kollegen, die in dieser Gründungsphase miteinander unterwegs gewesen sind. Danke für die gemeinsamen Zeiten auf den Konventen, diese wohltuenden, erholsamen Zeiten, seien es die legendären Buskonvente nach Brüssel, Berlin oder Hamburg, in 3 Tagen hin und zurück mit Programm dazwischen, oder sei es die Begegnung mit der Siebenbürgischen Kirche, mit WM-Fußballschauen in Deutsch-Weißkirch unter schweren Bedingungen. An dieser Stelle möchte ich euch herzlich danken und dir ganz besonders auch, Caroline, was hier auch Wesentliches mit eingebracht. Danke für euren Dienst hier im Kirchenkreis, in der gemeinsamen Zeit im Kollegium. Mir werdet ihr fehlen und ich denke, das wird der eine oder die andere auch so sagen. Herzliche Grüße von all denen, die heute da sind und die heute nicht dabei sein können. Offen, wahrhaftig, freundlich, empathisch, so haben wir dich erlebt. Wir wünschen dir jetzt für deinen Ruhestand in der fränkischen Toskana wirklich alles Gute. Und ich habe mir überlegt, was schenkt man so jemandem, der in die fränkische Toskana geht. Neben meinem Büro ist ein Blumenladen. Und die hatte gestern einen Olivenbaum vor der Haustür stehen und habe gedacht, genau das ist es. Das braucht es für die fränkische Toskana. Und in der anderen Tüte ist jetzt kein italienischer Wein, aber ein Wein aus dem Heiligen Land mit dem Namen Benami. Und das wünsche ich euch, dass ihr euch daran freuen könnt und miteinander gesegnet in diese Zeit geht. Auf Wiedersehen und wir sehen uns wieder. Ökumene ist mein nächstes Stichwort. Wir sitzen als Christen in einem Boot, wenn auch an unseren unterschiedlichen Plätzen. Eine Vielfalt an Kirchen, Freikirchen und Gemeinschaften gibt es auch in unserer Stadt und in unserem Dekanatsbezirk. Sie, die Vertreterinnen und Vertreter dieser Kirchen und Gemeinschaften, grüße ich heute auch von Herzen. Gut, dass wir einander wahrnehmen, und dass wir das miteinander suchen und leben. Für die ökumenische Gemeinschaft bitte ich Herrn Domkapitular Dr. Norbert Jung von der Katholischen Kirche um das Grußwort. Sehr geehrter Herr Dekan Stiegler, verehrte Ehrengäste, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, mir kommt die ehrenvolle Aufgabe zu, ein kurzes Grußwort aus der Ökumene zu sprechen. Ich tue das sehr gerne. Nicht etwa, weil ich froh bin, dass Sie endlich gehen, sondern deshalb, weil ich froh bin, dass es solche Leute wie Sie in unserer evangelischen Schwesterkirche gibt. Und ich denke, ich spreche da nicht nur als Vertreter der katholischen Kirche, sondern als Sprecher des Spektrums der christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften in der Stadt Ansbach überhaupt. In der Zeitung wurden Sie neulich als theologisch bodenständig und an den biblischen Werten orientiert beschrieben. Als jemand, der auch auf Kritiker zugehen kann. Was konnten wir uns in den vergangenen Jahren mehr wünschen? Für die Galionsfigur des Christentums in der Stadt, für unseren, so habe ich es empfunden, Mentor und ökumenischen Partner. Auch wenn ich selber nur wenige Monate mit Ihnen zusammenarbeiten konnte, weiß ich doch, dass ich auch im Namen meines verstorbenen Vorgängers sprechen kann, der Sie sehr geschätzt hat. Ich wünsche Ihnen für den Ruhestand, dass Sie das bleiben, was Sie sind. Wir haben es heute auch wieder mitbekommen. Bodenständig und an biblischen Werten orientiert. Und uns allen wünsche ich einen Nachfolger, der aus einem ähnlichen Holz geschnitzt ist. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, das Sie den Partnern in der Ökumene geschenkt haben und für die glaubwürdige Arbeit im Ansbacher Weinberg des Herrn, die letztlich uns allen, nicht nur den Gläubigen in der Stadt, zugute kam. Alles Gute und Gottes Segen. Ja, das ureigene Betätigungsfeld eines Dekans ist und soll sein, darum heißt der Dekan, klar, das Dekanat. Ich begrüße also die Vertreterinnen und Vertreter aller kirchlichen und diakonischen Einrichtungen und Organe unseres Dekanatsbezirks und unserer Stadt. Für das Pfarrkapitel des Dekanats und den Dekanatsausschuss, deren Mitglieder ich herzlich willkommen heiße, spricht die stellvertretende Seniorin, Pfarrerin Elisabeth Franzkler. Liebe Gemeinde, verehrte Anwesende, sehr geehrter Herr Dekan, lieber Bruder Stiegler. Ich stehe jetzt hier heute, weil Pfarrer Hermann in Quarantäne ist, weil Pfarrer Dr. Wachowski an Covid-19 erkrankt ist, so wie die Kreise halt ziehen. Und er hat das heute erfahren und da hat er mich gebeten, nun für ihn dieses Grußwort, das er auch vorbereitet hat, zu verlesen. Das Reisen, so scheint mir, hat für Sie als Dekan in Ansbach immer wieder eine große Rolle gespielt. Da waren ja nicht nur die vielen Fahrten nach München ins Landeskirchenamt, um dort für unser Dekanat einzutreten, oder die zahlreichen Termine als Vizepräsident der Landessynode, sondern fleißig waren sie auch bei uns vor Ort unterwegs, in den 33 Gemeinden unseres Dekanates, in Sachsbach und Unternliebert, in Elbersdorf und Sommersdorf, in Burg und Dietenhofen, um nur einige zu nennen. Und in Ansbach natürlich sowieso. Fast könnte man sagen, sie waren eine Art Reisebegleiter der Gemeinden. Ein Reisebegleiter auf ihrem Weg durch diese Welt und dieses Leben hin zum himmlischen Ziel. Denn das war immer klar in ihrem Dienst, wohin sie den Blick richten wollten, über all die Struktur- und Organisationsfragen hinaus. Auf Christus, den Herrn der Kirche. Auf das, was er für uns getan hat, damit wir Gottes Kinder sein können. Auch die ein- oder mehrtägigen Konvente mit den Kolleginnen und Kollegen im Pfarrkapitel waren wichtige Reisezeiten. Da konnte vieles nebenbei auch einmal in Ruhe und persönlich besprochen werden. Von Bauangelegenheiten bis zur Seelsorge. Und vielleicht war es ja kein Zufall, dass ihr letzter Konvent kurz vor dem Ausbruch der Pandemie in Deutschland nach Israel führte. Schon lange ein besonderes Reiseziel am Wurzelgrund unseres Glaubens für Sie und Ihre treueste Reisefreundin, Ihre Frau, ohne den Sie wohl niemals Ihren Dienst so hätten tun können, wie Sie es getan haben. So waren Sie als Vorgesetzter mal Reisebegleiter, mal Reiseleiter. Sie ließen viel Freiraum für eigene Expeditionen. Sie schenkten Vertrauen und versuchten, jede und jeden in seiner Originalität anzunehmen und zu würdigen. Mit Schwächen barmherzig umzugehen und Stärken zu fördern. Und wo immer möglich, lösungsorientiert zum Frieden zu helfen. Manchmal, so schien es, waren all diese Reisen, die Dekanats-, die Synoden- und Kapitelsreisen, kaum unter einen Hut zu bekommen. Dann wurde es auch mal holprig, bis wieder neu Tritt gefasst werden konnte. Aber jetzt, nach diesen intensiven Ansbacher Jahren, geht die Reise ja hoffentlich etwas ruhiger weiter. Sie ziehen weiter, wenn auch nicht zum Sinai oder zum Berg der Seligpreisungen, so doch immerhin in die fränkische Toskana, kommt hier auch wieder vor, wie Sie es gerne nennen. Und mir bleibt zum Abschied der Dank im Namen von Dekanatsausschuss und Pfarrkapitel, und der soll von Herzen kommen und sichtbar werden in dem, was ich Ihnen jetzt mitgeben darf. Das sehen Sie nämlich hier auf der rechten Seite. Das ist ein Apfelbäumchen, ganz im Sinne Martin Luthers für den Garten in der Toskana mit Spaten zum Einpflanzen. Beides vom Dekanatsausschuss. Ja, ein bisschen Arbeit, auch andere Arbeit hat. Und damit Sie beide nach getaner Pflanzarbeit nicht kochen müssen, ein kleines Verwöhnprogramm vom Fachkapitel, damit das Essen nicht zu trocken wird, da steht da drüben eine Flasche Wein aus Israel, und damit Sie das Ziel Ihrer Pilgerreise nicht aus dem Auge verlieren, noch etwas geistliche Nahrung von Dietrich Bonhoeffer ist auch da auf der Seite. Und in diesem Sinne herzlichen Dank auch mit diesen Kartengrüßen, und da muss ich jetzt noch um Hilfe bitten. Das war das Dekanat, und dann gehört zum Tätigkeitsbereich des Ansbacher Dekans natürlich auch noch ein bisschen Gemeindearbeit, wenn auch nur mit 15% Stellenanteil. Aber die Gemeinde, die Menschen und was sie mit Gott verbindet, so habe ich Hans Stiegler erlebt, die sind es, die ihm letztlich und zutiefst am Herzen lagen und liegen. Für die Pfarrei St. Gumbertus und St. Johannes, deren Kirchenvorstände ich ganz ausdrücklich auch herzlich begrüße, bitte ich Pfarrer Dr. Dieter Kuhn um das Grußwort. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, aber vor allem liebe Hans Stiegler, liebe Caroline Stiegler. Als wir in der letzten Woche den Gottesdienst anlässlich des Stadtjubiläums digital aufzeichneten und so auch gefeiert haben, hat er den Namen Suchet der Stadt Bestes bekommen. Der heutige Gottesdienst hat ganz offiziell den Titel Entpflichtung des Dekans. Wenn man als Protestant das Wort Pflicht, noch dazu das Auflösen von Pflicht, denkt man natürlich gleich an eine Weise, die von Immanuel Kant stammt. Pflicht ist die Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung fürs Gesetz. Es liegt sich nahe, hier an das göttliche Gesetz zu denken, oder sagen wir es besser alttestamentlich, an die Weisheit Gottes. Davon aber sollte niemand entpflichtet werden. Ganz im Gegenteil. Lieber Hans Stiegler, wir wünschen dir für diese Zeit, die nun dir bevorsteht, alle göttliche Weisheit. Und dazu zählt auch, was zu dieser göttlichen Weisheit gehört, deine liebe Frau Caroline und eure Kinder. Was aber soll dann die Entpflichtung? Entpflichtet wirst du von den vielen Aufgaben und Vollzügen von Anordnungen, die vielleicht nicht immer unbedingt Ausdruck von großer Weisheit waren. Ich grüße dich im Namen der Pfarrei St. Gumbertus und St. Johannes, der Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher, der Pfarrerinnen und Pfarrer, einfach aller Mitwirkenden zu deinem Abschied. Du warst Pfarrer an St. Johannes und damit Teil der Pfarrei. In einer wichtigen Phase, in der die Annäherung immer mehr zur Zusammenarbeit der beiden in den Stadtgemeinden geworden ist, hast du uns als Dekan begleitet und immer wieder auch darin unterstützt. Wir leben zurzeit nicht nur in einer schwer erträglichen pandemischen Situation, sondern kirchlich auch in großer Bedrängnis. Auf der einen Seite setzen jedem Christenmenschen die vielen Austritte sehr zu, und auf der anderen Seite beobachten wir bei der Kirche immer wieder einige Starrheit und Unbeweglichkeit. Und genau in dieser Situation, und zwar auf lange Sicht, ist es notwendig und letztlich überzeugend, die Kirche zurückzurufen in ihre Zukunft. Und diese besteht allein in dem uns zugesagten Evangelium Jesu Christi. Gewiss, es gibt hier unterschiedliche Zugehensweisen und Verstehensweisen, aber das unverrückbare Fundament der Kirche, auf dem wir stehen, auf das hast du immer wieder verwiesen und dafür sind wir dir dankbar, dass du das immer wieder in den Vordergrund gerückt hast. Nun kann man mit Worten Dank sagen und alles Gute für die Zukunft und Gottes Segen wünschen, aber man kann es auch in anderer Weise tun, zum Beispiel singend. Jeder Pfarrer Gruß war das. Und ein besonderer Gruß soll jetzt noch seinen Platz hier haben. Dazu bitte ich Frau Frieda Sauerhammer ans Pult. Anschließend hast du, lieber Hans, das Wort, das letzte Wort für dieses Mal. Und danach endet unser Zusammensein mit der Schlussmusik. Lieber Hans, liebe Caroline, sehr verehrte Damen und Herren, wir haben ja heute bereits schon viele lobende, anerkennende, wertschätzende Worte über unseren sehr beliebten und segensreich wirkenden Dekan Hans Stiegler gehört. Liebe Caroline, ich stehe heute zum ersten Mal mit einem Mikrofon vor so vielen Menschen, um den Wunsch von deinem Mann zu erfüllen, ein paar Worte des Dankes an dich zu richten, was ich auch gerne mache. Caroline, bei den vielen Begegnungen, die wir mit dir haben durften, wurde uns immer wieder bewusst, dass du als starke Frau mit Rat und Tat hinter deinem Hans gestanden bist. Du hast ihn auch durch deine kraftvollen Gebete und deinem bibelkundigen Wissen begleitet und unterstützt. Caroline, du bist der sichere Hafen der Familie Stiegler, kümmerst dich um die Familie und Privates und sorgst für ein angenehmes Zuhause und hast deinen Hans damit den Rücken freigehalten. Dafür sind wir alle sehr dankbar. Danke auch für deine Offenheit in den Gesprächsrunden, die du abgehalten hast, wie zum Beispiel das segensreiche monatliche Kaffeegespräch, das mir und uns sehr wichtig und wertvoll war. Ich nahm gerne teil und es hat mir persönlich viel gebracht. Beim Gottesdienst anders, immer am zweiten Freitagabend im Monat, hast du zum Beispiel mit deinem Lobpreis und Anbetungsliedern dazu beigetragen, dass er das wurde, was er war, etwas Besonderes. Caroline, du hast Praktikantendienste gemacht, viel Seelsorge, in persönlichen Gesprächen und auch am Telefon den Menschen ein offenes Ohr geschenkt. Liebe Caroline, nochmal ein herzliches Dankeschön für alles. Und nun möchte ich mich den bereits vielen angesprochenen Glück- und Segenswünschen zum wohlverdienten Ruhestand anschließen. Bleibt gesund und lasst es euch gut gehen. Habt viel Freude, besonders in der Familie mit euren Enkelkindern. Ich wünsche euch Gottes Schutz und Segen für die Zeit, die jetzt vor euch liegt. Also was jetzt kommt, ist relativ spontan, unglaublich. Was haben Sie alles gesagt? Ob ich das annehmen kann, da muss ich noch länger drüber nachdenken, aber ja, was wollte ich sein? Einer, der diese Wahrheit des Evangeliums hineinspricht, in die Kirche, in die Gesellschaft. Ich danke Ihnen allen, die Sie jetzt direkt vor mir sitzen, die Sie als Vertreter aus dem Bundestag, dem Landtag, aus unserem Bezirk, für unsere Stadt, für viele Dienste und Werke, auch Banken da sind. Es sollte und es muss um die Menschen gehen, suchen wir weiter miteinander der Stadt Bestes. Und ja, die Sie sich für diese Kirche eingesetzt haben und einsetzen, es geht nur im Miteinander, es geht nie im Gegeneinander, gerade in unseren Zeiten hier nicht. Ich danke für alles miteinander, auf allen Ebenen, auch wenn manchmal Unterschiede da sind. Das eine Fundament ist Jesus Christus, ein anderes kann man nicht leben. Und ja, ich bin in dieser Kirche und habe Verantwortung übernommen, Walter Schnell und ich, wir sind die beiden Vizepräsidenten, die unsere Präsidentin flankieren. Ich war gerne in diesem Kirchenkreis unter unterschiedlichen Regionalbischöfen und einer Regionalbischöfin Gisela. Und Herr Betzel, ich muss es jetzt sagen, ohne Ihr gelbes Sofa wären wir nie hierher gekommen. Das wissen nur wir drei oder wir vier, aber da ging es irgendwann mal 1999 los. Ich danke all denen in der Landeskirchenstelle, im Landeskirchenamt. Ich danke dem Dekanatsausschuss, den Dekanskolleginnen im Kirchenkreis, wie gesagt, den Verwaltungsmenschen, all denen, die immer wieder in der zweiten Reihe stehen, aber Erstklassiges leisten. Gottes Segen wünsche ich und ich wünsche mir, dass Sie und alle mit meinem Nachfolger genauso offen, so ehrlich und mit diesem einen Ziel, Glauben zu wecken und zu stärken, zusammenarbeiten. Und liebe Dienstgemeinschaft, ihr habt es gesungen, ohne euch hätte ich all das, was Walter Schnell als Ehrenamt bezeichnet hat, nie tun können. Dankeschön an die, die jetzt hinter mir sitzen. Und fast zum Schluss, liebe Ingrid Ulmpi, ich danke dir von Herzen für 15 Jahre professionellen und treuen Dienst in unserem Dekanatsbüro. Als Sekretärin in diesem Dekanat ist dir nichts auf dieser Welt und nichts im Leben fremd. Danke für deine absolute Vertraulichkeit und die gewachsene freundschaftliche Weggemeinschaft mit dir und auch deinem Mann. Und jetzt zum Schluss. Ich weiß, Ingrid, das hat jetzt nicht gefallen, aber das musste sein. Und liebe Caroline, jetzt zum Schluss, aber es gehört eigentlich an den Anfang, es wird heute schon öfters gesagt. Sie war wirklich mit mir im Kindergarten. Wir waren in der Schule, wir haben miteinander konfirmiert und sind jetzt 41 Jahre verheiratet. Nächste Woche, du bist die Frau an meiner Seite, meine Stütze, meine Seelsorgerin, meine Beterin. Du sagst auch kritische Worte, aber ohne dich stünde ich heute nicht hier. Danke für all das, was du mir gegeben hast und gibst. Und da nehme ich auch unsere 4 Kinder mit hinein, unsere Schwiegerkinder. Und die 6,5 Enkel. Es ist so, wenn ich heimgehe, gehe ich heim und dann bin ich auch daheim und das ist unglaublich. Danke. Zum Schluss aber der größte Dank, Soli Deo Gloria, diesem Herrn. Und ich hoffe, Sie haben die 2 Stunden jetzt nicht bereut. Er wird uns bewahren und behüten. Ich weiß, dass das alles jetzt viel zu lang gedauert hat, aber es geht um ihn. Und wenn jetzt am Schluss Amazing Grace gespielt wird, dann denke ich, können wir alle mit dieser Gnade auch gehen. Sie können auch sitzen bleiben und sich diesen Genuss, den ich immer wieder hier erlebt habe, mit Frieda und mit Johannes sich anhören. Sind Sie frei? Bleiben Sie behütet und Gott befohlen auf allen Ihren Wegen, die Sie zu gehen haben. Es war eine reiche Zeit. Wir sind hier beschenkt worden, auch wenn es nicht immer einfach war. Aber 15 Jahre Ansbach, unvergessen. Ehre, wie gesagt, sei dem Herrn, der das alles gefügt hat. Ade und Gott befohlen.